kleine Bären, große Bären, kuschelige Bären, harte Bären, Schwarzwälder Madelbären, Haribo-Bären und noch sehr viel mehr Bären gibt's im Teddy Hotel in Kressbronn am Bodensee. Wer hier übernachtet oder im Bärenrestaurant speist, ist nie alleine. Circa 850 Bären wohnen mit den Gästen im Teddy Hotel. Also wir haben verschiedene Kategorien. Das ist Bärenliebhabzimmer, Kuschelzimmer und Mini-Wohlfühlzimmer, staffelt sich nach der Größe. Sonst sind alle gleich ausgestattet, speziell halt für jedes Zimmer eine Kategorie der Bären. Also von Hermann-Coburg-Zimmer, Steifzimmer, Margarete-Steifzimmer, Haribo-Zimmer, je nachdem, was der Kunde eigentlich oder der Gast besonders lieb hat. Wenn man hier übernachtet, ist alles anders, ein bisschen. Das heißt, Sie erfahren morgens auch eine Erdbeermarmelade, Erdbeer mit Ä, das ist alles auf den Bär abgestimmt. Es ist einfach eine andere Welt, wie eine Erlebniswelt. Wer sich im Teddy Hotel in einen der Bären verliebt, der kann ihn auch kaufen. Ach nein, Entschuldigung, kann ihn adoptieren. Wir geben sie zur Adoption frei. Wir verabschieden jeden persönlich mit Handschlag, ja, auf Pfote, ja. Bei einem solch innigen Verhältnis ist es klar, dass die Bären natürlich auch nicht namenslos sind. Die Künstlerbären haben alle Namen und so maschinell hergestellte von Teddybären, Manufakturen, die haben halt einen allgemeinen Namen, das heißt ein Flecki oder so, aber sonst hat jeder einen persönlichen Namen. Im Teddy Hotel übernachten aber nicht nur Bärenliebhaber und Verliebte, auch Geschäftsleute schätzen die familiäre Atmosphäre des Teddy Hotels. Es gibt Bärenfreunde, die kommen erst rein, sind etwas schüchtern und schauen sich die Sache erst mal an und erst im Gespräch, ja, ich habe meinen Hansi auch noch dabei, darf ich ihn bringen? Dann gehen sie hinaus zum Auto und holen dann ihren Teddybär und setzen nebenhin. Solche Geschichten. Oder es gibt welche, die kommen gleich mit dem richtigen Super rein, wo alle in ihren Bären mit ihren Utensilien sind, gehen aufs Zimmer und dann kommen sie beim Essen und einen Tisch decken mit Besteck, mit Teller, mit allem. Wer sein Hotelzimmer aber nicht unbedingt mit einem Bären teilen will, der kann auch nur ins Bärenrestaurant gehen. Das Bärenrestaurant bietet kreative Küche, aber nichts vom Bären. Höchstens was von Honig, wo er gern mag, aber einfach auch in die Richtung kreativ, dass man einfach ein bisschen anders ist wie die anderen, in die Richtung kreativ. Einfach bärig, das Teddy Hotel in Kressbronn am Bodensee.